Sind wir herzlich willkommen auf meinem Kanal Hakamoshi. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Eigentlich wollte ich mit C64 Mini weitermachen. Eigentlich wollte ich mit den Wintergames weitermachen, aber dann passierte genau das. Pause. What? Ich hab den Joystick abgebrochen. Also das spricht nicht, sorry, für die Qualität von diesem Competition Pro Mini für den C64. Sorry, aber das ist Murks. Pause. Tja, und ich habe versucht, einen anderen Controller anzuschließen. Das hat nicht geklappt. Ich habe versucht, die Firmware zu aktualisieren. Er hat kein USB erkannt. Habe jetzt momentan das Problem, dass ich nichts mehr damit machen kann und erst einen neuen Controller besorgen muss. Und dann switchen wir jetzt halt schon auf den Amiga 500, was ja auch nicht so schlimm ist, und spielen da eins meiner Lieblingsgames, weil ich lange nicht mehr gespielt habe, was mich viele Nerven gekostet hat. Aber vielleicht schaffe ich es ja diesmal ein bisschen weiter, weil hier mit diesem Amiga 500 Mini kann ich ja abspeichern. Rick Dangerous spielen wir heute. Auf geht's. So, schauen wir mal. Ja, genau, an dem Bildschirm erinnere ich mich. Südamerika geht's los, es gibt einen schwarzen Dumpfcastle und Missile Base. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir kommen, wir probieren es mal ein bisschen. Wie gesagt, zur Not kann ich abspeichern. Oh, er ist irgendwo in irgendwelchen Wilden gelandet. Dann gucken wir mal. Dieses Bring war auch immer dieses Zeichen fürs Speichern. Hier weiß ich, musste man direkt nach links lenken. Und springen ging mit hoch. Und hier weiß ich immer nicht, ob da was geschossen wird. Und das ist ein Zeichen, das abgespeichert wurde. Warte, wie konnte ich denn nochmal? Ich weiß noch, genau. Da brauchst du echt ein perfektes Timing, ne? Ich verstehe auch gar nicht, warum ich nur dieses Ding habe. Wieso schieße ich denn eigentlich nicht? Ich dachte, ich hätte... Was? Bringe ich über den drüber? Genau so habe ich es in Erinnerung. Es ist so schwierig, allein diese Abfrage, ne? Leck mich. Erster Versuch, exakt 3 Minuten. Ah, man kann das auswählen, okay. Wir probieren nochmal Südamerika, dann gehen wir nochmal nach Ägypten, nochmal nach Schwarzen Dumpf und nochmal nach Missile Base, damit wir alles mal gesehen haben. Ich komme hier noch nicht mehr über das erste Level hinaus, weil ich auch nichts zum Schießen. Aber warte mal. Hahaha. Ich kann den nämlich wegsprengen. So, jetzt ganz in Ruhe. Und rechts und links auf so Münder achten. Weil dann. Ich bin so dumm. Warum bin ich da gestorben? Was ist das Problem von diesem Spiel? So schwer. Mit denen kann ich eigentlich drüber springen, wenn ich das will. Und dann springst du zweimal, ja. Und dann musst du hier oben wieder anfangen. Ist doch scheiße, ist das doch. Gut, erledigt. Bing.
Mann. Und den springen wir auch weg. Wir müssen nur aufpassen, da ist dieser Mund. Oh, Glück. Oh, ich glaube, hier musste man springen. Ja, da war nämlich diese dämliche Speicherpunkt. Oh. Okay, das war nicht im Ernst. Hier oben wieder. Ey. So geht das. Angst. Den da unten lege ich mich nicht an. Das mache ich nicht. Da ist Munition, aber hier unten ging, glaube ich, eine Falle auf, wenn ich da drauf. Die Munitionskiste geht auch kaputt. Und den haben wir schon mal. Ich habe keine Ahnung. Boah, das war jetzt nur aus dem Gedächtnis heraus, so ganz nach links zu springen. Ja. Na also, geht doch. Schön geschossen. Nee, nee, falle ich nicht mehr drauf rein. Die kommt aber, glaube ich, zu... Wir sind drüber. Ich weiß immer nicht. Da muss man auch aufpassen, in welche Richtung der fliegt. Am liebsten würde ich mich hier einfach immer nur ducken. Geil, mit diesem Ball. Auf geht's. Oh, nee. Ich bin so doof, ich war doch da unten. Und den erschieße ich jetzt, aber ich habe Angst, dass ich da hinten. Irgendeine Falle oder sowas. Wenn er auf mich schießt, das wäre so typisch Rick Dangerous. Keine Ahnung. Einfach mal runterhüpfen hier. Oh. Da muss man geduldig sein. Oh, neuer Sprengstoff. Das ist gut. So, den haben wir weg. Das Schlimme ist, ich weiß jetzt überhaupt nicht. Genau das.
So, und hier unten muss ich jetzt ruckzuck schießen. Und da muss ich, glaube ich, runter und ducken. Ganz vorsichtig. Zu nah dran, stirbt mal wieder. Ich mag das ja eigentlich. Ich würde gerne nochmal die Indiana Jones auf Super Nintendo spielen. Ich glaube, davon mache ich auch Videos. Bin jetzt so in dem Modus drin. Ducken. Ja, klar. Ey, das ist so ein... Das ist nice gemacht und wahrscheinlich... Okay, das war ganz nett, muss ich sagen. So weit war ich früher noch nie. Puh. Ich wollte schießen, aber ich weiß nicht, ob es Verschwendung ist. Könnt ihr eigentlich auch versuchen. Oh, das Ding schießt 100%. Ich wusste das so sehr, ne? Dass das schießt und ich gehe trotzdem hoch. Ich wusste das so sehr. Ich habe so eine Angst, dass er nochmal schießt, wenn ich... Warte mal. Ja. Oh, was mache ich? Komm, schnell, 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 schnell. Oh, hier kann ich nichts machen. Muss das echt perfekt timen. Lieber mal ducken, nicht dass der da auch noch... Also diese Kackgesichter, ne? Und da hinten kommt bestimmt auch was raus. Jede bitte. Boah. Geht's noch? Kommt immer wieder einer raus. Komm schon, nein, ey. Das ist so ein Scheiß. Zack. So, wenn ich den jetzt da oben, ich versuche den jetzt direkt zu killen. Jetzt bin ich angenervt, jetzt läuft gerade hier gar nichts mehr. Ja, jetzt bin ich genervt vom... Jetzt klappt auch das Springen nicht mehr. Wenn man sich das einfach im Kopf so zurechtlegt, klappt das auch alles. I have a bad feeling about it. Zack, den nächsten weggeballert. Da oben das Ding schießt bestimmt. Ich habe so eine Angst. Ich habe so eine Angst. Warum tust du mir das an? Der kommt hinter mir her. Aber auf die große Treppe kommt er nicht. Oh. Ho, 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 ho. Ich hab's wirklich noch nie bis hierhin gespielt. Ich
versucht drüber zu springen, um Munition zu sparen. Gut. Was mich aber nervt, da hat auch so ein Ding so gemacht. Ich möchte wetten, ich rüber springe. Ich hätte gedacht, er löst irgendeine Falle aus, ja. Aber wie soll ich denn? Das kann doch nur mit dem Tod enden da oben. Wie soll ich von hier dahin? Boah. Na! Verdammt, das ist so ein Scheißspiel, ey. Das, genau deswegen. Oh, fuck. Diesmal nicht, Freundchen. Diesmal wusste ich, dass du kommst. Damn ich. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, so hoch. Oh, Alter, das war pures Glück. Bin ich voll hektisch durch? Ich lasse mich einfach abschießen. Hier lösen die nicht aus. Guck mal, wenn du direkt... Hier passiert doch irgendwas. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon! Bing, aber ich will... Meine Fresse, ey. Ich traue diesem Ding hier nicht, ne? Geh lieber mal gebückt. Oh. Da hinten ist Moon. Das ist so verdächtig. Irgendwas schießt hier gleich aus dem Boden oder so. Kriege ich eigentlich mal extra Leben? Irgendwie? Wenn man nur noch ein Leben hat und dann wirklich an solchen Punkten so komplett gar nicht abscheißen darf, ne? Also ist so ein extra Leben wäre halt schon. Das zeitlich schaffen, bitteschön. So. Oh. Das war purer Zufall, aber manchmal ist auch ganz gut, wenn man einfach den Zufall das Ganze. Und ein Leben, ne? Und dann, ich weiß genau, da kommen überall irgendwelche Kackdinger raus, ey. Ich weiß auch gar nicht, wie viel. So gewusst. Ich muss zum Friseur. Ich muss unbedingt zum Friseur. Ich hab das.
So, da oben ist. Wie soll ich das denn? Das ist doch viel zu knapp. Man kann das nicht schaffen. Das ist viel zu knapp. Wie soll ich denn da rüber? Das ist doch wieder Millimeter. So, guck mal, das ist so. Oh. Ich habe so eine Angst, hier runter zu gehen, weil ich genau weiß. Irgendwas passiert hier noch. Geh mal da runter, wo geschossen wird. Bleib in der Ducke. In der Ducke. In der Ducke. Boah, ich hab so eine Angst, ne? Die Frage ist halt auch, was ist da drüben? Sind da drüben irgendwelche Dinger? Wieder so. Oh, ich traue der Sache nicht. Hier ist gerade zu wenig los, wollte ich sagen. Und genau, als hätte ich es gewusst. Meine Fresse. Sonst müssen wir eigentlich uns von hier oben herunterfallen lassen. Dann kommen wir nämlich genau. Ich hab's gewusst. Wie soll ich das machen? Vielleicht den erstmal? Na also. Und dann wahrscheinlich. Sauber. Jetzt habe ich keinen Sprengstoff mehr, kein Dynamit. Und wir haben das erste Level beendet und wir sind in Ägypten. Ich habe noch nie das erste Level beendet. Richtig geil. Es lebe die Speicherfunktion, ich gebe es zu. Wir speichern hier ab und dann machen wir das nächste Mal nämlich hier weiter. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Oh, mega, da freue ich mich ja total drauf. Cool. Cool, cool, cool. Aber das, wie gesagt, machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Reinklicken, fürs Kommentieren und fürs ja weiter dabei bleiben. Ich finde es wirklich immer noch riesig. Vielen lieben Dank für die ganzen Abos, die dazugekommen sind. Und ja, bitte bleibt mir treu. Und ich hoffe, ihr bleibt mir einfach treu. Und freue mich aufs nächste Mal. Keep on Gaming. Ciao, ciao. Bis dann.